Sehr geehrte Damen und Herren, auch ich möchte Sie herzlich willkommen heißen zu meinem Vortrag, mich auch bedanken für die Einladung dazu. Ich bin gerne heute hier in Wels, um über die HETI-Studie zu sprechen. Dank auch für die einleitenden Worte bezüglich meiner Person. Ich möchte auch kurz einen Kommentar machen, weil ich ein bisschen früher da war. Ich habe zwei Beiträge gehört, einen sehr politischen, der natürlich in einer gewissen Weise auch programmatisch ist. Ein kurzes Kabarettstück, über das ich schmunzeln habe müssen. Oldenburg liegt nicht in Schwaben. Ich würde mich dennoch freuen über die Platte aus Schwaben. Die habe ich nämlich nicht in meinem Sortiment. Oldenburg liegt in Niedersachsen. Das ist ziemlich weit im Norden, ungefähr 50 Kilometer von Bremen entfernt, ungefähr 80 Kilometer an die Nordsee, eine schöne Ecke in Deutschland. Man hört es mir aber an, das ist nicht meine Heimat. Meine Heimat ist Bayern, nicht Schwaben, sondern Niederbayern. Und wie es manchmal so ist, verschlägt es einen Niederbayern halt mal hoch in den Norden rauf. Ich sage immer ein bisschen ironisch dazu, ich bin dann der Licht in den dunklen Norden versucht zu bringen. Gut, heute bin ich hier, um über die HETI-Studie zu sprechen. Die HETI-Studie, das ist angedeutet worden, ist aktuell sehr stark in der Diskussion. Beispielsweise hat der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck kürzlich in einer Verleihung eines Verdienstordens auf diese Studie hingewiesen. Seine Lebensgefährtin Frau Schad hat ein Symposium in Schloss Bellevue gemacht, wo ich auch eingeladen war, um über die HETI-Studie dann zu diskutieren. Man sieht an diesen Punkten, dass diese Studie durchaus in eine breite Rezeption hineingetragen wird, im Spiegel, Stern, in der FAZ und in der Zeit, also in den wichtigsten großen Medien in Deutschland, ist auch darüber berichtet worden, sodass es sicherlich nicht verkehrt ist, sich damit ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Zumal, und darauf habe ich sehr früh hingewiesen, die Studie auch benutzt wird, um irgendwelche vorschnellen Schlüsse herauszuziehen. Ein Schluss, der in meinen Augen sehr, sehr vorschnell ist, ist die plakative Zuspitzung, auf die Lehrperson kommt es an. Ich werde heute meinen Vortrag auch versuchen aufzuzeigen, dass das nicht Kerngedanke von HETI ist. Ich weiß noch gut, als er in Oldenburg war und wir auf diesen Punkt zu sprechen gekommen sind, hat er sofort unterbrochen und hat gesagt, Teachers matter. Also der Plural schon mal. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Und ich werde heute auch noch aufzeigen, dass man diese Zuspitzung, selbst auf die Lehrpersonen kommt es an, noch erläutern muss. Denn es kommt nicht auf jede Lehrperson an, sondern gewisse Eigenschaften, die dahinter stecken, sind die, die wir in den Blick nehmen müssen und worauf wir fokussieren sollten. Insofern sehe ich mich selbst als einen sehr kritischen Leser der HETI-Studie. Das war für mich damals auch der Ausgangspunkt oder eine Motivation, die Studie näher anzuschauen und dann auch zu übersetzen, sodass ich Ihnen heute genau in diese Richtung einen kritischen Einblick in diese Studie einen Vortrag halten möchte, einen Beitrag dazu liefern möchte und eine Einführung Ihnen geben möchte, wie Sie selbst an diese Studie herantreten können. Um dieses Ziel ein Stück weit zu erreichen, werde ich auf folgende Punkte eingehen. Ich muss zunächst mal ganz kurz klären, was ist denn eigentlich eine Meta-Analyse? Dazu werde ich ein Stück weit erziehungswissenschaftlich ausholen müssen, um Ihnen zumal das Grundkonzept einer Meta-Analyse zu erklären, was ganz wichtig ist, um die Ergebnisse auch entsprechend verstehen und dann auch einordnen zu können. In einem zweiten Punkt möchte ich auf eine Kernbotschaft von HETI eingehen, die zum Teil etwas in den Hintergrund gerückt wird, weil immer über irgendwelche Faktoren diskutiert wird. Ich spreche vom Begriff der Evidenzbasierung. Was meint er damit und inwiefern ist es was wirklich Neues oder inwiefern rückt er das stark in das Zentrum? Daran anschließend geht es natürlich um die Effektstärken, die Sie aus der Literaturdiskussion kennen, zu jedem Faktor, den HETI nennt, Hausaufgaben, Sitzenbleiben, Klassengröße etc., führt er eine Effektstärke an, also ein statistisches Maß, das mich dann zu der Frage führt, was ist ein Barometer? Auf der ersten Folie haben Sie eins gesehen, was sicherlich sehr leserfreundlich, didaktisch gut aufbereitet und geschickt gewählt war von HETI. Ich denke, dieses Barometer hat auch ein Stück weit Verdienst daran, dass er so populär ist und dass sich auch seine Werke entsprechend gut verkaufen. Das alles ist für mich wichtig, um dann intensiver in Lernen sichtbar machen
einsteigen zu können. Ich werde Ihnen dann mal die ganze Studie im Überblick vorstellen und dann an einzelnen Faktoren, die mir besonders wichtig erscheinen, die auch im Hinblick auf die Kernbotschaften, die Hetty hier versucht zu artikulieren, herauszugreifen und diese im Detail zu erläutern. Bevor ich abschließend auf zwei Fragen eingehe, die mir sehr wichtig sind, die auch über Hetty hinausgehen. Die eine Frage wird sein, was bleibt aus der Hetty-Studie und was fehlt? Die Hetty-Studie ist ein wichtiges Buch. Manche bezeichnen es als Meilenstein der empirischen Bildungsforschung. Sie ist aber sicherlich nicht das einzige wichtige Buch und auch nicht das letzte wichtige Buch in der Erziehungswissenschaft gewesen, sondern es ist ein Beitrag, ein wichtiger Beitrag, wo man durchaus darüber nachdenken sollte, in welche Richtung es nun weitergehen muss. Gut, ich beginne mit der Frage, was ist denn eigentlich eine Meta-Analyse und möchte dazu einen kleinen erziehungswissenschaftlichen Diskurs geben. Das ist auch die einzige Definition, die ich Ihnen heute im Detail geben werde, die aus einem statistischen Lehrbuch stammt. Eine Meta-Analyse ist eine an den Kriterien empirischer Forschung orientierte Methode zur quantitativen Integration der Ergebnisse empirischer Untersuchungen sowie zur Analyse der Variabilität dieser Ergebnisse. In dieser Definition sind zwei wichtige Punkte drin, die für das Verständnis der Hetty-Studie notwendig sind. Zum einen fokussiert eine Meta-Analyse auf quantitativ-empirische Studien. Wer sich in der Forschung etwas auskennt, weiß, dass damit ein spezieller Bereich von Forschung in den Blick genommen wird. Es gibt auch noch qualitativ-empirische Studien, die darin nicht aufgegriffen werden. Und es gibt auch theoretische Forschung, hermeneutische Forschung, phänomenologische Forschung, dialektische Forschung, bildungstheoretische Überlegungen und ähnlich. Auch das wird in Meta-Analysen nicht berücksichtigt, sondern im Kern eben jene Studien, die sich auszeichnen dadurch, dass sie Hypothesen überprüfen und eine sehr große Stichprobe haben. Alles andere wird in Meta-Analysen nicht aufgegriffen. Und damit wird schon mal klar, es ist ein ganz bestimmter Fokus auf die Erziehungswirklichkeit, der in diesem Sinn auch nicht das ganze Feld abdecken kann, aber durchaus ein wichtiger Fokus ist, auch einer, der aktuell den Mainstream in der Erziehungswissenschaft ein Stück weit definiert. Und der zweite Punkt, der wichtig ist, der auch die Bedeutung einer Meta-Analyse aufzeigt, ist, dass man dadurch die Variabilität von Ergebnissen, die Variabilität von verschiedenen Primärstudien analysieren kann. Nehmen Sie das Beispiel, Sie führen eine Studie durch in Salzburg, in Steyr, in Wels und in Wien, in verschiedenen Stadtteilen oder auch in irgendwie am Land und kommen in diesen Primärstudien zu unterschiedlichen Ergebnissen. Dann stehen Sie vor der schwierigen Aufgabe festzulegen, welche dieser Studien hat nun Recht, nach welchem Ergebnis kann man sich orientieren. Und genau da setzt eine Meta-Analyse an, dass sie eben versucht, verschiedene Studien zum selben theoretischen Konstrukt zusammenzubringen, mit Hilfe von statistischen Verfahren dann auch zusammenzuführen und somit ein entsprechendes Ergebnis präsentieren zu können. Die Notwendigkeit für einen meta-analytischen Zugang resultiert daraus, dass wir gerade in den letzten Jahren einen stetigen Anstieg an Wissen haben in der Erziehungswissenschaft, genauso wie in anderen Disziplinen auch. In der Medizin beispielsweise ist dieses Verfahren seit längerem sehr bekannt, in der Erziehungswissenschaft in Deutschland eigentlich nicht. Insofern hat Hetty hier durchaus etwas ins Rollen gebracht. Und diesen Anstieg an der Wissensexpansion kann man in den Erziehungswissenschaften recht schön sehen, wenn man sich mal die Anzahl der Promotionen über die letzten Jahre anschaut, die stetig zunimmt. Sie wissen vielleicht auch, nicht alle dieser Promotionen sind auf legalen Wegen entstanden, aber dennoch lässt sich feststellen, dass hier eine Zunahme an Erkenntnissen vorliegt. Sodass man schließen kann, es ist nicht das Problem in der Erziehungswissenschaft, dass wir zu wenig wissen. Überhaupt nicht. Eine Herausforderung ist, das, was wir wissen, versuchen zusammenzuführen, zu bündeln und eben ein Stück weit auch zu verallgemeinern. Und genau da sind die Vorteile einer Meta-Analyse zu sehen, dass sie eben versucht, diese verschiedenen Primärstudien zusammenzufassen. Durch dieses Zusammenfassen wird die Stichprobenanzahl erhöht, wird auch ein Stück weit die Validität der Studien und der Aussagen erhöht. Es kann die Varianz, also die Unterschiede in den Ergebnissen geklärt werden. Und was für mich ganz wichtig ist, wo auch die Hetty-Studie einen sehr klaren Hinweis gibt, nämlich auf Forschungsdefizite.
auf blinde Flecken. Eine Meta-Analyse verfolgt ja eben das ganze Feld ein Stück weit zu sichten und ihr gelingt es dann dadurch aus zu sagen, welcher Bereich ist gut erforscht, welcher Bereich ist schlecht erforscht, wo müssen wir vielleicht noch mehr Forschungskapazitäten investieren. Die Nachteile will ich natürlich auch nennen, wobei ich vorausschicken muss, keine Methode in der Erziehungswissenschaft ist ohne Nachteile. Ob ich eine Befragung mache, Beobachtung mache, Test mache, Experiment, jede dieser Methoden hat Vor- und Nachteile. Sodass letztendlich es immer ein Abwägen ist auf das Ziel hin, welche Methode ich wähle. Ähnlich wie im Unterricht. Ich setze mir ein Unterrichtsziel und habe verschiedene Methoden. Mehrere Wege führen nach Rom und ich muss abwägen, welche Methode ist für mein Ziel das Beste. Im Fall der Meta-Analyse wird häufig genannt das sogenannte Garbage-in-Garbage-out-Problem, dass also salopp formuliert, wo Müll hineinkommt, auch Müll herauskommen muss. Damit meint man, dass es durchaus Primärstudien gibt, die von der Forschungsqualität her schlecht sind, die vom Forschungsdesign her nicht besonders gut durchdacht sind, dennoch publiziert sind, insofern kommen sie in Meta-Analysen dann auch vor und werden ausgewertet. Man spricht in diesem Kontext dann auch häufig von einem sogenannten Goldstandard, um ein Qualitätslevel zu definieren, um deutlich zu machen, wer diesen Standard hat, das sind die besonders sauberen, fundierten Studien. Und dieser Goldstandard schaut so aus, dass man, wenn man irgendwas versucht in Schule und Unterricht zu evaluieren, man eine Versuchsgruppe hat und eine Kontrollgruppe. Beide Gruppen, bevor man eine Intervention macht im Hinblick auf den Bereich, den man verstärken will, testet, beispielsweise mathematische Kompetenz. Ich teste beide Gruppen. In der Versuchsgruppe läuft dann die Intervention und nach der Intervention teste ich wieder beide Gruppen. Und dann kann ich aus den Gruppendifferenzen heraus Rückschlüsse auf die Effektivität dieser Interventionen ziehen. Und das ist so ein Goldstandard, dieses Design in Versuchsgruppen und Kontrollgruppen mit Pre-Test und Post-Test. Ein weiteres Problem, das auftaucht, ist das sogenannte graue Literaturproblem. Das kann man recht schön erklären, wenn man sich mal die Zeitschriftenlandschaft, wozu ich relativ viel Forschung gemacht habe, in der Erziehungswissenschaft anschaut und mal überlegt, welche Artikel schaffen denn es denn eigentlich in Zeitschriften publiziert zu werden. Es sind sicherlich nicht jene Forschungen, die ein banales, triviales oder kein Ergebnis zutage fördern, sondern es sind jene Studien, die irgendwas Aufsehenerregendes als Ergebnis haben. Alles, was eher so ein bisschen vor sich hindümpelt, sage ich jetzt mal, kann nicht publiziert werden, wird dann zu einer grauen Literatur. Sodass, wenn man sich nur auf den Bereich fokussiert, der in Zeitschriften publiziert ist, sozusagen die Spitze, die sichtbare Spitze des Eisbergs in den Blick genommen wird, der besonders interessante Ergebnisse hat. Was dann dazu führen kann, dass in einer Meta-Analyse, die nur auf den Aspekt fokussiert, Werte herauskommen, die ein Stück weit über der Realität, über den tatsächlichen Wert liegen, weil eben das, was so grau publiziert wird, nicht auftaucht. Diese graue Literatur ist wichtig, ist aber schwer zu finden, manchmal in Kongressbeiträgen, manchmal auf irgendwelchen Internetseiten, haftet aber immer so ein bisschen das Makel an, ist die wirklich qualitativ so gut? Das ist ein Problem, das man letztendlich schwer lösen kann, was man aber vielleicht wissen muss, um die Ergebnisse auch entsprechend interpretieren zu können. Das Problem der Vergleichbarkeit, noch erläutert, meint damit, dass es Primärstudien gibt, die man schwer zusammenbringen kann. Beispielsweise, wenn ich im Hinblick auf Werteerziehung Studien betrachte, gibt es unterschiedliche Ansätze, wie ich Werteerziehung in der Schule machen kann. Ich kann es über Dilemmadiskussionen machen, ich kann es darüber machen, dass ich klare Interventionsprogramme hinsichtlich der Vorbildfunktion der Lehrkraft mache und danach habe ich unterschiedliche methodische Settings, Interventionen, die ich dann vielleicht gar nicht zusammenbringen kann. Das Problem der Vergleichbarkeit kann auch auftreten, wenn ich Stadt-Land-Studien miteinander versuche zu vergleichen oder bestimmte Stadtteilschulen in den Blick nehmen, wo ich weiß, das sozioökonomische Umfeld kann schwierig sein, was dann natürlich auch Effekte auf eine Intervention haben kann. Damit zusammenhängt auch das Problem der abhängigen Messung, womit man meint, dass eine Studie eigentlich nur einmal in einer Meta-Analyse auftauchen darf, weil ich sie öfter zähle, ich das Ergebnis dadurch verfälschen kann.
konkret, wenn ich eine Studie habe, Primärstudie, die viele Effekte misst, mit einer sehr hohen Probandenanzahl, wenn ich die öfter in meine Meta-Analyse einberechne, dann kann die sehr dominant in dieser Analyse im Vergleich zu anderen werden. Deswegen die Forderung, nur jede Primärstudie einmal in eine Meta-Analyse hineinzubringen. Gut, das ist der Hintergrund für Meta-Analysen. Hetty hat nun eine Synthese von Meta-Analysen gemacht. Manche übersetzen es als Meta-Meta-Analyse, was nicht ganz richtig ist. In einer Meta-Analyse ist ein zentraler Punkt der, dass man die Primärstudien auch versucht zu gewichten, beispielsweise im Hinblick auf die Anzahl der Probanden. Man kann es recht anschaulich machen, wenn ich zwei Studien habe. Eine Studie hat eine Effektstärke von 1,0, an der 3000 Probanden teilgenommen haben. Ich habe eine andere Studie mit Effektstärke von 0,2 mit 200 Leuten. Wenn ich hier nur die Mitteilung mache, komme ich auf eine Effektstärke von 0,6. Was ein Problem ist, weil die eine Studie mit über 3000 Probanden natürlich ein entsprechendes Gewicht auch hat. Und um das zu lösen, nimmt man beispielsweise diesen Faktor, Anzahl der Personen, die daran teilgenommen haben, mit dazu, um die Primärstudien zu gewichten. Hetty hat diese Gewichtung bei den Meta-Analysen, insgesamt über 800, die er verwendet, nicht vorgenommen. Zum einen deswegen, weil die Zahlen ihm nicht vorlagen, weil die in den Meta-Analysen nicht angegeben waren. Zum anderen vielleicht auch, weil er sonst eine doppelte Gewichtung der Primärstudien vorgenommen hätte. Insofern aber zu Recht sein Begriff der Synthese einer Meta-Analyse, weil er eben wirklich nur versucht, die zusammenzufassen, durch Mittelungswerte hier zu Aussagen zu kommen. Das als Einstieg, um das Werk von Hetty vorbereiten zu können. Ein ganz wichtiger Punkt, den Hetty hier in meinen Augen dann in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt hat, ist mit dem Begriff der Evidenzbasierung geschehen, der in meinen Augen aktuell fast schon inflationär verwendet wird. Es wird immer danach gefragt, ja, wie evident ist es, welche Evidenz hat es? Und ich bin mir nicht sicher, ob alle das verstanden haben, was damit gemeint ist. Es ist ein bisschen ein Modebegriff geworden. Was meint Hetty damit oder wie kann man es erklären? Ich mache das ganz gern am Beispiel von Gewaltpräventionsprogrammen oder Werteerziehungsprogrammen in verschiedener Richtung. Jede größere Stiftung, wenn Sie sich anschauen, hat irgendein Programm zur Gewaltprävention an Schulen. Diese Programme schauen gut aus, sind von der Idee her recht charmant. Wenn Sie dann mal ins Detail in diese Studien hineinschauen oder in diese Programme und nach empirischem Datenmaterial suchen, das nachweisen kann, dass diese Gewaltpräventionsprogramme auch wirklich zu einer Reduzierung dieser Gewalt an Schulen führen, wird man sehr schnell, sehr stark ernüchtert. Empirische Daten finden Sie dazu nicht. Und das ist der Ansatz von Hetty zu sagen, wir müssen nachweisen können, welche Wirkung dass das, was wir in der Schule machen, auch hat. Gibt es dafür einen Beleg? Können wir das nachweisen? Da ist statistisch gesehen ein recht schöner Unterschied zwischen Signifikanz und Evidenz. Signifikanz kennen Sie vielleicht aus Ihrem Studium, sagt, dass ein Zusammenhang hier da ist. Die Evidenz fragt dann danach, wie groß ist denn dieser Zusammenhang? Und das ist für Hetty ja ausgesprochen wichtiger Punkt, um eben über diesen bloßen Zusammenhang, der vielleicht sehr gering sein kann und im Endeffekt wenig nutzt, deutlich zu machen. Dieser Größe des Zusammenhangs, diese Evidenz, versucht er dann mit dem Begriff oder mit dem statistischen Maß der Effektstärke zu errechnen. Das heißt, die Effektstärke versucht deutlich zu machen, wie groß ist der Zusammenhang einer Intervention auf ein bestimmtes Attribut, das ich versucht habe zu fördern. Beispielsweise mathematische Nachhilfe, wie groß ist hier der Einfluss auf die Steigerung der mathematischen Kompetenz bei den Schülern. Anderes Beispiel, die Reduzierung der Klassengröße, wie groß sind hier die Effekte auf die mathematischen, sprachlichen, naturwissenschaftlichen Kompetenzen. Hat es einen Einfluss? Diese Effektstärke kann man so berechnen. Ich greife mal das Beispiel auf, das ich mit dem Goldstandard schon angedeutet habe, in der ersten Zeile. Ich teste eine Kontrollgruppe und eine Versuchsgruppe vor der Intervention. Ich teste sie nach der Intervention. Durch die Gruppendifferenzen, geteilt durch eine gepolte Standardabweichung, kann ich dann einen Wert errechnen,
wie groß der Zuwachs an den Testergebnissen letztendlich aufgrund der Intervention ist. Und diese Effektstärke kann man für jede Primärstudie berechnen. Das wird in Meta-Analysen gemacht. Was Hetti dann mit seinen Meta-Analysen macht zunächst mal, ist zu überlegen und zu schauen, wie groß sind denn alle Effektstärken, die in den Meta-Analysen gemessen worden sind. Und er kommt zu einem schönen Ergebnis, das Sie hier sehen, dass nahezu alles, was wir in Schulen machen, einen positiven Effekt hat. Wertegröße 0 ist. Können wir eigentlich froh sein, wir können uns zurücklehnen und sagen, läuft alles wunderbar, Schüler lernen in der Schule was. Nur ganz wenig, was negativ ist, das meiste, was wir machen, ist positiv. Davor warnt Hetti und sagt, man muss hier einen anderen Weg beschreiten, man muss hier anders überlegen, und er versucht es ein bisschen plakativ darzustellen mit der Frage, was wirkt denn eigentlich am besten, und definiert einen neuen Nullpunkt, den er als Umschlagpunkt nennt, bei 0,4. Wie kommt er zu diesem 0,4? Das ist der Durchschnittswert aller Effekte, die gemessen worden sind. Und der Anspruch ist so einfach auf den ersten Blick, auf den zweiten Blick, aber auch so überzeugend. Sein Anspruch ist, er will besser sein als der Durchschnitt. Das heißt, alles, was größer ist als 0,4, danach sollten wir versuchen, unser Handeln auszurichten. Das ist ein Ziel, nach dem wir streben sollten. Besser sein als der Durchschnitt. Ich denke, das ist überzeugend, kann man an der Stelle auch so aufgreifen. Hetti hat dann diesen Umschlagpunkt von 0,4 auch benutzt, um sein Barometer damit aufzuspannen, das übrigens eine Idee seiner Frau war, wie er in Oldenburg erzählt hat. Und er spricht dann hier von erwünschten Effekten. Alles, was größer als 0,4 ist, von sogenannten Schulbesuchseffekten, die Effektstärken zwischen 0,2 und 0,4 aufweisen. Diese Effekte treten auf, wenn ich in eine ganz durchschnittliche normale Schule gehe. Da mache ich einen Lernfortschritt in einem Jahr von 0,2 bis 0,4 Effektstärken. Davon zu unterscheiden sogenannte Entwicklungseffekte, die zwischen 0 und 0,2 liegen. Das sind also jene Effekte, die auftreten, allein dadurch, dass ich älter wäre. Allein dadurch, dass ich in Anführungszeichen reife. Schönes Beispiel an der Stelle, vielleicht die Entwicklungsstufen nach Piaget, die besonders anschaulich sind im Grundschulalter, wo Kinder allein durchs Alter werden sich auf eine nächsthöhere Stufe begeben, was natürlich auch die kognitive Entwicklung dann in diesem Sinn voranbringt. Und dieser Effekt liegt zwischen 0 und 0,2. Problematisch jene Effekte, die negativ sind, die ihr dann als umkehrende Effekte bezeichnet, die also letztendlich die Leistungsfähigkeit der Schüler in den gemessenen Bereichen reduzieren. Prominentes Beispiel, Sommerferien oder auch sitzen bleiben. Bei Sommerferien vielleicht ein Kommentar, das habe ich ganz spannend gefunden. Als damals das Buch erschienen ist in Deutschland, hat mich das ZDF angerufen, eine Reporterin, und mich um Stellungnahme gebeten, weil ein Bundestagsabgeordneter in Deutschland aufgrund der Hetti-Studie gefordert hat, die Sommerferien zu verkürzen. Negativer Wert, wir müssen die Sommerferien kürzer machen, dadurch bewegen wir viel. War an der Stelle völlig sinnlos, weil wir, wenn man sich dabei Hetti genau mal reinschaut, wird man feststellen, dass der Begriff der Sommerferien so leicht nicht zu übertragen ist. Die Meta-Analysen fokussierten nämlich auf den US-amerikanischen Raum, insofern auf Bundesstaaten, wo die Sommerferien 3 Monate aufgrund der Erntezeiten dauerten. Wir haben in Deutschland in der Regel 6 Wochen Ferien, sodass der Schluss hier an der Stelle nicht funktionieren kann und auch die Forderung deswegen absurd ist. Ganz davon abgesehen, dass ich mit dieser Argumentation auch sagen könnte, jetzt schaffe ich den Samstag als schulfreien Tag ab, jetzt schaffe ich den Sonntag als schulfreien Tag ab, weil Kinder übers Wochenende natürlich auch was vergessen. Ich denke, dass auch diese freien Zeiten wichtig sind. Als Humanist würde ich sagen, Langeweile zu haben, mit Freunden zu spielen, einfach mal nichts zu tun, mit den Eltern was zu unternehmen, was auch immer, gehört auch zum Leben dazu. Schule besteht nicht nur, Gott sei Dank, aus, oder das Leben besteht Gott sei Dank nicht nur aus Schule, sondern da gibt es auch andere Bereiche. Um eben diese Verkürzung in der Argumentation, wie ich sie jetzt schon mal angedeutet habe, zu vermeiden, weise ich immer darauf hin, dass das Barometer auch aus mehr besteht. Es ist nicht nur das eine Schaubild, sondern Hetti führt auch eine gewisse Anzahl von Kennwerten an, die durchaus beachtenswert sind. Vor allem
die Anzahl der Meta-Analysen, auf die würde ich immer den Blick lenken, weil die Aussagekraft hat, wie fundiert, wie breit dieses Ergebnis letztendlich ist und manchmal auch Hinweise gibt, wie alt diese Meta-Analysen sind, in welchen Ländern die Analysen erstellt worden sind und so weiter. Sodass ich, um letztendlich diesen Fast-Food-Healthy, den ich hier versucht habe, schon anzudeuten, nicht zu erlegen, dafür plädiere, 3 Schritte zu gehen, um Healthy sinnvoll zu interpretieren. Der erste Blick sollte immer auf den Begriff gerichtet werden. Ist der Begriff, so wie er hier steht, auch auf Ihren Kontext übertragbar? Bei Sommerferien, ich habe es versucht deutlich zu machen, funktioniert das nicht. Bei den Hausaufgaben, wo ich hier das Beispiel habe, funktioniert es. Hausaufgaben ist etwas, was wir in Deutschland, in Österreich, eigentlich über die ganze Welt verteilt, in einer ähnlichen Weise den Schülern aufgeben, wie auch in den US-amerikanischen Studien. Wenn man dann als zweites auf die Daten blickt, dann stellt man fest, es sind 5 Meta-Analysen. Im Durchschnitt liegt die Anzahl der Meta-Analysen bei den Faktoren zwischen 6 und 7. Das heißt, es ist ungefähr im Durchschnitt über Zeitspanne von 1984 bis 2006 verteilt, also relativ breit verteilt, sind nicht allzu viele, aber durchaus in einer gewissen Weise entsprechend fundiert, sodass man dann erst in meinen Augen den Blick auf die Effektstärke richten kann. Und da sehen Sie hier, das ist eine mittlere Effektstärke, also die unter dem 0,4 liegt, woraus dann viele auch den Schluss ziehen, man kann doch Hausaufgaben eigentlich abschaffen. Auch hier lohnt ein Blick genauer in die Interpretation, die auch Hetti liefert. Und er macht deutlich, dass Hausaufgaben an weiterführenden Schulen schnell Effektstärken erreichen von Punkt 4, Punkt 5, Punkt 6, also ausgesprochen wichtig werden können. Dann argumentieren manche Grundschulpädagogen und sagen, okay, dann schaffen wir sie in der Grundschule ab, dann machen sie sowieso am meisten Ärger. Auch zu kurz gegriffen, Hausaufgaben ist ja etwas so wie eine Methode, die man in einer gewissen Weise auch erlernen muss. Und gerade in der Grundschule wird der Grundstein gelegt, damit sie an den weiterführenden Schulen auch erfolgreich sein können. Wenn man sich die Hausaufgaben in der Grundschule mal anschaut, stellt man in der Tat auch fest, es geht häufig gar nicht so sehr um irgendeinen fachlichen Input, den man weiterbringen muss, sondern ganz viel spielt da auch mit rein, Pflichterfüllung, Sauberkeit, Ordentlichkeit, Gewissenhaftigkeit. Also eine gewisse Wertekosmos, der hinter dieser Beherrschung der Technik steht, der in der Grundschule ganz wichtig ist, grundgelegt wird, um dann entsprechend an weiterführenden Schulen auch effektiv sein zu können. Problematisch für mich auch, ich erwähne es an der Stelle immer gern, wenn dann irgendwelche Bildungssoziologen fordern, man muss Hausaufgaben abschaffen, weil sie zu einer Bildungsungerechtigkeit führen. Man kann nachweisen, dass Kinder aus bildungsnahen Milieus mehr von Hausaufgaben profitieren als Kinder von bildungsfernen Milieus. Und die Argumentation dann die ist, ich beschneide jetzt mal die Stärkeren, bringe sie auf das Level der Schwächeren und erzeuge damit Bildungsgerechtigkeit. Was in meinen Augen völlig absurd ist. Eigentlich müsste man froh sein, wenn ich Schülerinnen und Schüler habe, die einen starken familiären Hintergrund haben, die entsprechende Förderung bekommen, weil ich dann verstärkt nämlich Kinder aus bildungsferneren Milieus auch fördern kann, sodass die entsprechend vorankommen können. Gut, aber man sieht an den Beispielen, wie differenziert dann die Diskussionen auch im Anschluss an Hetti geführt werden und wie schwierig es ist oder gefährlich es ist, kurz mal reinzuschauen und zu sagen, alles völlig klar, Schluss liegt auf der Hand, ist nicht der Fall. Man muss sehr differenziert drauf schauen. Gut, nun zu Lernen sichtbar machen, Visible Learning, wie schaut das aus? Hetti kommt aufgrund seiner Systematisierung ja zu 138 Faktoren, die er verschiedenen Domänen noch zuordnet, sprich ein Stück weit noch genauer versucht zu systematisieren. Diese Domänen sind die Lernenden, das Elternhaus, die Schule, die Lehrperson, die Curricula und das Unterrichten. Wer den deutschsprachigen Didaktik-Diskurs ein bisschen kennt, sieht darin in der Tat das didaktische Dreieck wieder, bestehend aus Lehrer-Schüler-Stoff, eingefasst in einen situativen, institutionellen Kontext, der hier zum Tragen kommt. An der Stelle finde ich es ganz spannend, wird nämlich deutlich, was ich vorhin angesprochen habe, die Fähigkeit, das Potenzial einer Meta-Analyse, Forschungslücken aufzuzeigen.
Lenken Sie mal bitte den Blick auf die Anzahl der Meta-Analysen zu den einzelnen Domänen. Dann stellen Sie fest, dass zwei Domänen sehr schwach erforscht sind und eine Domäne ganz stark. Schwach erforscht, das Elternhaus und die Lehrperson. Hier gibt es 36 bzw. 31 Meta-Analysen. Bereich Unterrichten sehr stark erforscht. Hier sind es 366 Meta-Analysen. Das ist schon mal ein interessantes Ergebnis. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die einflussreichsten Faktoren und Domänen die Lehrperson und das Elternhaus sind. Und genau in diesem Bereich wissen wir eigentlich relativ wenig. Das ist ein Ergebnis, was mir eine Meta-Analyse liefert, was ich zunächst mal als ausgesprochen erkenntnisreich als Erziehungswissenschaftler sehe. Gut, ich möchte Ihnen als nächstes mal einen Überblick über die einzelnen Domänen geben, den Sie nur auf sich wirken lassen sollen. Ich werde in den nächsten Folien mal die Domänen darstellen mit allen Faktoren, die da zusammengefasst sind. Habe diejenigen Faktoren, die eine Effektstärke über 0,4 haben, grün hinterlegt. Die zwischen 0 und 0,4 sind gelb und die negativ sind rot. Mir geht es jetzt nicht darum, dass Sie das im Detail lesen, sondern einfach mal auf sich wirken lassen, um einen Eindruck zu bekommen, wie einflussreich sind denn diese einzelnen Domänen. Bei den Lernenden können Sie erkennen, dass das ein ausgewogenes Verhältnis ist. Die bringen relativ viele Sachen mit, die sehr effektstark sind. Manches, was im Mittelfeld sich bewegt. Interessant dann beim Elternhaus. Hier wird sehr schön deutlich, wir wissen da relativ wenig. Wir wissen von manchen, dass das sehr einflussreich ist, sowohl positiv als auch negativ. Negativ zum Beispiel Fernsehen und auch der Bezug von Transferleistungen, also Sozialhilfe. Beim Fernsehen vielleicht gleich mal den Hinweis, der wichtig ist, diese Effektstärken von Faktoren und die Überlegungen dazu sind keine Kausalitäten, sondern man bezeichnet damit Korrelationen. Der Unterschied ist der, eine Kausalität würde bedeuten, wenn ich viel Fernseh schaue, dann bin ich automatisch dumm. Ist nicht der Fall, ist auch nicht Intention und trifft auch auf alle Faktoren zu. Sondern es heißt, es sind hier Korrelationen, Zusammenhänge, die Stärke des Zusammenhangs wird ausgedrückt. Und man kann in der Tat feststellen, je mehr ein Schüler Fernseh schaut, desto schlechter wird seine schulische Leistung. Das sind Korrelationen und keine Kausalitäten. Dass dabei natürlich auch andere Faktoren noch mit hineinspielen, beispielsweise ein relativ schlechtes familiäres Umfeld, das dann den Schüler auch dazu führt, dass er mehr Fernseh schaut, liegt auf der Hand. Gut, zur Schule. Die Übersicht, sehr ernüchternd. Für mich ganz klar, warum hätte ich auch immer damit argumentiert, lasst uns nicht über Strukturen reden, über Systemdebatten, was man immer wieder hört. Ich bin dessen manchmal auch schon tatsächlich ernüchtert. Das hängt dermaßen stark in den Köpfen, dass wir immer wieder über die Strukturen reden und immer wieder debattieren. Ich war gestern in Baden-Württemberg, wird gerade das dreigliedrige Schulsystem auf das zweigliedrige umgestellt. In der Hoffnung, dass das jetzt die Lösung ist. Ist es nicht. Ich könnte auch viergliedrig machen, fünfgliedrig machen, sechsgliedrig machen. Das macht nicht den Unterschied. Ich werde das heute noch an verschiedenen Beispielen auch versuchen zu verdeutlichen. Hier kann man meinen ersten Eindruck bekommen, diese Strukturdebatten haben nicht die durchschlagende Wirkung, die man sich davon erhofft. Interessanter, weil wirkmächtiger, die Punkte zur Lehrperson. Da wissen wir nicht so viel, aber alles, was wir wissen, deutet darauf hin, die Lehrperson oder die Lehrpersonen sind ganz wichtig für den Bildungsprozess in der Schule. Liegt eigentlich auf der Hand, wo passiert Bildung in der Schule? Im Unterricht. Und wer sind die wichtigsten Leute im Unterricht? Die Lehrperson und die Schülerinnen und die Schüler. Das heißt nicht das äußere Umfeld, die Struktur, ob fünfzügig, sechszügig, siebenzügig, wie auch immer. Das entscheidet nicht letztendlich. Zu den Curricula. Relativ ausgewogen. Vieles, was hier Wirkung erzeugt, man kann sich auch gut erklären, wer setzt denn die Curricula um letztendlich, sind die Lehrpersonen. In gleicher Weise beim Unterricht, wo ich zwei Folien brauche, vieles positiv, vieles, was eine große Wirkung hat, insofern auch wichtig, weil auch hier die Lehrperson ein Stück weit dahinter steht. Gut, ich habe mir für heute ein paar Faktoren herausgesucht. Es macht keinen Sinn, über alle 138 Faktoren sprechen, weil spätestens beim 15. jeder genug hat von dieser Statistik, die da auf einen kommt. Ich habe mir insofern jene Faktoren herausgesucht, die für mich zum einen die Kernbotschaft deutlich machen, was heißt Evidenzbasierung
Und zum Zweiten eine Kernbotschaft von Hetty, die in der aktuellen Diskussion in meinen Augen noch keiner wahrgenommen hat, indem man nämlich darauf fokussiert, dass eine Lehrperson gewisse Mindframes haben muss. Eine gewisse Haltung, eine gewisse Leidenschaft mit einer gewissen Einstellung in den Unterricht gehen muss, um letztendlich erfolgreich zu sein. Und dann wird schon mal deutlich, es sind nicht alle Lehrpersonen, die den Unterschied machen, sondern es sind genau diese Lehrpersonen, die durch diese Haltung ausgezeichnet sind. Und diese zwei Kernbotschaften versuche ich Ihnen heute mal deutlich zu machen, indem ich ein paar Faktoren herausgreife, die dafür hilfreich sein können. Und zum Teil auch ganz stark in der Diskussion stehen. Der erste ist der Punkt der direkten Instruktion, die in Deutschland, ich weiß jetzt nicht genau, wie es in Österreich ist, ich vermute aber ähnlich, häufig von Frontalschul- oder Frontalunterrichtsanhängern genutzt wird, um zu sagen, okay, jetzt haben Sie schwarz auf weiß, die größte empirische Studie, die es jemals gegeben hat, weist nach, direkte Instruktion, also Frontalunterricht, ist effektiver als alles andere. Das ist eine Verkürzung. Direkte Instruktion, ich gehe jetzt auf den Begriff und versuche den Dreischritt, den ich vorhin skizziert habe, nachzuzeichnen, ist ein Begriff, der aus dem US-amerikanischen Bereich kommt, Direct Instruction, und ist an der Stelle nicht zu reduzieren auf den Frontalunterricht. Der wird in den USA als Didactical Teaching negativ konnotiert bezeichnet, was jetzt auch nicht heißen soll, dass Frontalunterricht nie direkte Instruktion sein kann, sondern es ist eine Ähnlichkeit da. Aber wodurch zeichnet sich denn direkte Instruktion zunächst aus? Durch eine Klarheit auf Seiten der Lehrperson im Hinblick auf die Ziele, die ich mir im Unterricht setze, im Hinblick auf den Unterricht, den ich auswähle, im Hinblick auf die Methoden, die ich versuche einzusetzen und im Hinblick auf die Medien, die ich den Schülern an die Hand gebe. Ich erläutere das gerne an diesen vier didaktischen Entscheidungsfeldern: Ziele, Inhalte, Methoden und Medien. Und wenn diese Klarheit auch noch zur Klarheit auf Seiten der Schüler wird, dass die genau wissen, was ist das Ziel der Unterrichtsphase jetzt, an welchen Inhalten muss ich mich auseinandersetzen, mit welchen Methoden muss ich arbeiten, welche Medien stehen mir zur Verfügung. Wenn diese Klarheit auf beiden Seiten gegeben ist, dann ist es der Prozess einer direkten Instruktion und dann wird auch deutlich, dass eine direkte Instruktion eine sehr effektive Gruppenarbeitsphase einleiten kann. Und dann in der Stelle überhaupt nicht mehr vergleichbar ist mit einem klassischen Frontalunterricht, der natürlich, wenn er gut gemacht ist, auch die genannten Elemente aufweisen kann. Wenn man sich hier die Anzahl der Meta-Analysen anschaut und vor diesem Hintergrund, den ich erläutert habe, versucht, den Begriff zu übertragen, dann kann man erkennen, dass die Datenbasis von 88 bis 2005 reicht, also relativ jung. Meta-Analysen schauen ja immer zurück, was war. Das heißt, ich kann da nie ganz aktuell up-to-date sein, sondern es ist immer ein bisschen der Blick nach hinten. Und die Werte dieser einzelnen Meta-Analysen, die sehr homogen sind, dann kann man von einem durchaus fundierten Ergebnis, gesicherten Ergebnis sprechen, sodass an der Stelle die Übertragbarkeit und der Schluss, dass direkte Instruktion wichtig ist, dass direkte Instruktion im Hinblick auf ein lernzielorientiertes Arbeiten sehr effektiv ist, zulässig, übertragbar. Das kann ich eigentlich für jedes Land in dieser Art und Weise machen. Ich habe es jetzt schon versucht, mal ein bisschen zurechtzurücken und auch sowas, was wir in Deutschland ganz stark als offenen Unterricht diskutieren, damit auch ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Das wird aber trotzdem gemacht und passiert häufig, wenn man sich den Faktor offene Klassenzimmer bei Hetty anschaut. Wir haben den bewusst nicht mit offener Unterricht übersetzt, sondern mit offenen Klassenzimmer. Warum? Man hat in US-amerikanischen Studien den Versuch unternommen, zu schauen, was passiert, wenn ich die Raumstruktur im Klassenzimmer verändere. Wenn ich die frontalen Bänke wegnehme, Gruppentische aufstelle, eine Arbeitsecke mache, eine Leseecke, eine Erholungsecke und sozusagen den Raum öffne, was passiert? Sie können es an der Effektstärke sehen, es passiert gar nichts. Jetzt schließen manche daraus, offener Unterricht bringt nichts, viel zu früh der Schluss, funktioniert nicht. Man muss sich fragen, warum funktioniert nichts? Weil Lehrpersonen allein durch die strukturelle Veränderung des Klassenzimmers
ihr Lehrerhandeln nicht geändert haben. Das heißt, die unterrichteten in den Klassenzimmern, die jetzt hier offen sind, genau noch so weiter wie davor, haben überhaupt nicht die Möglichkeiten versucht zu nutzen, die in den Klassenräumen jetzt vorhanden sind, haben die Arbeitsecken nicht genutzt, haben die Gruppenkonstellation für kooperatives Lernen und so weiter nicht genutzt. Und damit wird eine ganz klare Botschaft auch deutlich. Strukturelle Veränderungen allein nützen so lange nichts, wenn ich die Köpfe der Lehrpersonen nicht mit ins Boot hole. Wenn ich durch entsprechende Fortbildungen, Interventionen es nicht so weit bringe, dass die Lehrpersonen diese neuen Rahmenbedingungen überhaupt nutzen zu können. Wenn sie nicht mit der entsprechenden Haltung und Einstellung in diese Klassenzimmer dann hineingehen, um das, was dahinter steckt, auch entsprechend anwenden zu können. Insofern wird es auch recht schön deutlich, und das ist dann wieder ein Faktor, der ganz stark eben für dieses Öffnen von Unterricht spricht, wenn man sich das kooperative Lernen anschaut, das hätte ich hier mal vergleicht mit einem kompetitiven Lernen, einem individuellen Lernen. Kooperativ heißt das Lernen miteinander, das gemeinsame Lernen, das kompetitive Lernen, das Lernen gegeneinander im Wettbewerb und das individuelle Lernen sozusagen das alleine Lernen in Einzelarbeit lernen. Und man kann hier recht schön feststellen, und das ist über eine breite Anzahl an Meta-Analysen gesichert, die noch dazu über sehr lange Spannbreite gehen, von 1981 bis 2001, mit durchwegs hohen Effektstärken, was immer sehr schön ist für Meta-Analyse, dass das kooperative Lernen den anderen Lernformen überlegen ist. Dass die Peers ein ganz starker Faktor sind, wenn es um erfolgreiches Lernen und erfolgreiches Unterrichten geht. Also genau der Punkt, in Gruppen zusammenarbeiten, zu kooperieren, ist etwas, was ausgesprochen erfolgreich ist. Man muss zwei Einschränkungen dazu machen. Zum einen kann man feststellen, dass kooperatives Lernen umso erfolgreicher sind, je älter die Schülerinnen und Schüler sind. Ist jedem, der mal in der Schule war, eigentlich klar. Ich selber war Grundschullehrer und ich weiß noch gut, erste, zweite Klasse haben die Schülerinnen und Schüler andere Sorgen manchmal. Still zu sitzen, Mäppchen muss auf dem Tisch liegen bleiben und so weiter und so fort. Heißt aber nicht, dass ich deswegen hier keine Kooperationsformen machen soll, sondern, ähnlich wie bei den Hausaufgaben, kooperieren, also kooperatives Lernen, muss ich ein Stück weit lernen. Das heißt, hier wird erneut in der Grundschule eine wichtige Basis dafür gelegt, dass das später dann in diesem Maße ausgesprochen effektiv auch sein kann. Und was ich vorhin schon angedeutet habe, dass sich hier direkte Instruktion und kooperatives Lernen sozusagen die Hand geben. Das ist nämlich besonders dann effektiv, wenn den Schülern in dieser Phase des kooperativen Lernens klar ist, welche Ziele müssen sie erreichen, an welchen Inhalten müssen sie arbeiten, dass sie Methodenkenntnis der kooperativen Lernform haben und dass die Medien auch passen zu dem ganzen Unterrichtssetting. Eine zweite Einschränkung oder Hinweis, den man an Meta-Analysen feststellen hat können, es gibt eine Ausnahme, wo das kooperative Lernen dem individuellen Lernen kaum oder nicht überlegen ist, beim Auswendiglernen und bei dem Kontrollieren von Aufgaben. Liegt vielleicht auch auf der Hand, es ist halt eher etwas, was jeder für sich selber ein Stück weit erledigen muss. Da gibt es kaum oder keinen Unterschied im Vergleich dazu. Ich komme jetzt zu einem Punkt, der letztendlich ein Schlüsselfaktor ist, der auch Hettys Liebling ist und ohne den letztendlich sowas wie direkte Instruktion im Wechselspiel zum kooperativen Lernen, wie ich es versucht habe anzudeuten, gar nicht funktionieren kann, weil eine Bruchstelle bleiben würde, wenn nicht Feedback entsprechend vorhanden wäre. Feedback ist vom Begriff her etwas, was sich ohne weiteres auch auf den deutschsprachigen Raum übertragen lässt. Wir sprechen genauso von Feedback in Deutschland wie in den USA. Interessant war für mich, ich muss aktuell einen Forschungsbericht zu Feedback schreiben und man schaut dann mal in die aktuellen Handbücher und Lexika hinein, um zu schauen, was haben die Leute da vorgeschrieben, was findet man dort. Überraschend für uns, das Wort Feedback taucht da nicht auf. Also in den deutschsprachigen Handbüchern zur Schulpädagogik, zur Psychologie taucht das Wort Feedback so gut wie nicht auf.
Es kommt viel vor, Bestrafung, Belohnung, andere einzelne detaillierte Feedbackformen, aber Überblick insgesamt taucht es nicht auf. Wir haben dann überlegt, wo kann es liegen? Vielleicht daran, dass wir in den 60er, 70er Jahren, besonders im deutschen Sprachraum, eine intensive Auseinandersetzung mit dem Begriff hatten und der vielleicht ein Stück weit außer Mode gekommen ist. Und insofern ein großes Verdienst von Hetti, hier dieses Konzept, das dahinter steht, nochmal in die Diskussion zu bringen. Beim Blick auf die Kennwerte fällt die Anzahl der Meta-Analysen sofort ins Auge. Das sind 23 Meta-Analysen. Das ist der Faktor mit den drittmeisten Meta-Analysen und macht deutlich, wie breit und intensiv Feedback auch erforscht worden ist in den letzten 20, 30 Jahren mit kontinuierlich hohen Effektstärken. Also wenn man über einen Faktor sagen kann, dass der wichtig ist, dann ist es Feedback. Es gibt kaum einen Bereich, der empirisch so stark abgesichert ist wie Feedback. Insofern liegt die Übertragung auf der Hand. Was kann man darunter verstehen? Hetti hat hierzu ein sehr bekanntes Modell entwickelt, in dessen Zentrum drei Fragen stehen. Er nennt sie Feed-Up, Feedback, Feed-Forward, um deutlich zu machen, dass ein Feedback, das hilfreich ist für den Lernerfolg, diese drei Fragen beantworten sollte. Damit grenzt er sich auch ein Stück weit gegen dem Lob, das hast du gut gemacht, das hast du schön gemacht, als erfolgreiches, effektives Feedback ab, weil dieses Lob beispielsweise nicht auf diese drei Fragen fokussiert und insofern auch verständlicherweise im Hinblick auf die Lernziele keine Informationen hält. Der Schüler weiß allein dadurch, dass man sagt, das hast du gut gemacht, nicht, was er gut gemacht hat, wo er gut war, wo er vielleicht noch Defizite hat und was die nächsten Schritte werden. Daraus soll jetzt nicht der Schluss gezogen werden, dass so etwas wie Lob im Unterricht nicht mehr wichtig wäre. Ganz im Gegenteil, sich zu loben und in dieser Art und Weise zusammenzuwirken, hat sehr positive Einflüsse auf die Lehrer-Schüler-Beziehung, auf die Atmosphäre im Klassenzimmer, die optimalerweise geprägt sein sollte von Vertrauen und Zutrauen, von Geborgenheit, wo auch Fehler zulässig sind. Und dafür ist ein Stück weit Loben sicherlich ein wichtiger Faktor. Dass das in einem Punkt durchaus sich auf einem schmalen Grad bewegt, von zu viel Lob, was natürlich auch negativ sein kann, weil es nicht mehr ernst genommen wird, liegt auf der Hand. Worauf Fetti hier fokussiert, ist eben ein Feedback, das versucht, sich an entsprechenden Lernzielen zu orientieren. Also die Fragen zu beantworten, wohin gehst du, was sind deine Ziele, wie kommst du voran, hast du die Ziele erreicht, wo gibt es noch Lücken, wo musst du noch weiter arbeiten und was sind die Schritte danach. Dieses Feedback, das hier im Zentrum dann steht, definiert letztendlich den Unterricht auch so, dass er nicht als Einbahnstraße zu verstehen ist, in der also versucht, eine Lehrperson auf die Schüler irgendwelche Erkenntnisse zu übertragen, sondern als echten Dialog, als eine Begegnung von Mensch zu Mensch, als eine Interaktion, sodass schlussendlich auch das Feedback nicht nur von der Lehrperson zum Schüler wichtig ist, sondern in gleicher Weise von den Schülerinnen und Schülern zum Lehrer ganz wichtig ist. Denn man hat feststellen können, Lehrpersonen gehen häufig aus dem Unterricht raus, sind der Meinung, ist alles gut gelaufen, hat alles gut funktioniert. Das Einzige, was funktioniert hat, waren die Schüler. Die sind ruhig da gesessen, haben das Spiel mitgespielt, was sie ja mit einer gewissen Anzahl an Schuljahren perfekt beherrschen. Das heißt, die Informationen, ob ich meine Ziele erreicht habe, ob die Inhalte verstanden worden sind, ob die Methoden funktioniert haben, ob die Medien brauchbar waren, diese Antworten kann mir nur der Schüler geben. Das heißt, ich muss den Schüler fragen, ob das alles der Fall war. Und mit diesen Informationen kann ich erst die nächsten Unterrichtsstunde ein Stück weit planen. Denn wenn ich diese Informationen nicht habe und noch ein Bauchgefühl heraus irgendwas plane, kann es sein, dass ich wunderbar über die Köpfe der Schüler hinweg plane und insofern Unterrichtsziele nicht erreiche, letztendlich auch viele Schüler habe, die dann auf der Strecke bleiben würden. Gut, ich komme zu einem schönen Punkt, der immer für große Diskussionen führt, auch häufig für Unverständnis. Das ist der Punkt der Fachkompetenz, wo deutlich wird, dass die Fachkompetenz keinen Einfluss auf die Schülerleistung hat.
Das ist immer ganz spannend für mich als Universitätsdozent, wenn ich mir auch mal die Studiengänge anschaue, wie die aufgebaut sind. 80-90% Fachwissenschaften wird gebolzt, 10% so ein bisschen Didaktik, Pädagogik, was eh keiner braucht. Insofern ist das Ergebnis hier sehr hilfreich. Für manche aber schwer zu verstehen, was ist damit gemeint. Man kann es, glaube ich, recht schön erklären, wenn man sich die Unterteilung von Schulman, das amerikanische Erziehungswissenschaftler, vor Augen führt, der drei wichtige Kompetenzbereiche unterscheidet. Die Fachkompetenz der Lehrperson, die pädagogische Kompetenz, die auf die Beziehungsebene gerichtet ist, und die didaktische Kompetenz, die darauf gerichtet ist, welche Fähigkeiten, Kompetenzen ich habe im Hinblick auf einen Unterrichtsgegenstand aufzubereiten, vorzubereiten, didaktisch zu reduzieren, mit Unterrichtsprinzipien darzustellen und so weiter. Und man hat nun in diesen Studien festgestellt, dass Lehrpersonen, die viel wissen, aber sonst wenig können, die nicht erklären können, die keinen Bezug zum Schüler aufbauen können und Ähnliches, nicht erfolgreich unterrichten können. Ich denke, wir alle kennen solche Lehrpersonen, die unheimlich viel wissen, denen es aber nicht gelingt, eine Sprache zu finden, um mit den Schülern in einen Dialog zu kommen, denen es nicht gelingt, eine Beziehungsebene zu den Schülerinnen und Schülern aufzubauen. Und damit wird deutlich, Fachkompetenz alleine, ohne die anderen Kompetenzen, ohne eine pädagogische Kompetenz, ohne eine didaktische Kompetenz, macht nicht den Unterschied, bewirkt nicht, dass Schüler erfolgreich lernen. Und das wurde in diesen Studien eben versucht zu messen und insofern das Ergebnis auch durchaus verständlich. In der Konsequenz ein deutliches Plädoyer dafür, dass pädagogische und didaktische Inhalte an der Universität und in der Lehrerbildung gestärkt werden müssen. Wenn nämlich diese Kompetenzen da sind, dann kann die Fachkompetenz ein ganz wirkmächtiger Faktor sein. Wenn es nur die Fachkompetenz ist, dann ist es dem Zufall überlassen, ob die Lehrperson erklären kann oder nicht, qua naturell, aber es ist nicht Kern und Erfolg an der Ausbildung, hier behilflich gewesen zu sein. Gut, zu einem aktuellen Beispiel, das wir in Deutschland diskutieren, wo auch die HETI-Studie häufig herangezogen wird, bezieht sich auf die inklusive Beschulung. Inklusion müssen wir in Deutschland seit der UN-Behindertenrechtskonvention machen. Offen gestanden, wir alle kommen in Schleudern. Ich an der Universität weiß nicht, wie es gehen soll, weil wir aus der Wissenschaft nicht die Erkenntnisse haben. Jetzt sagen manche, HETI hat sie. 0,28, das heißt, bringt jetzt nicht so viel. Ich würde an der Stelle mich hüten davor, diese 5-Meter-Analysen, die aus den 80er Jahren stammen, zu verwenden, um zu sagen, Inklusion funktioniert oder funktioniert nicht. Es hat in den letzten 10 Jahren gerade zum Inklusionsbegriff ausgesprochen breite Diskussionen geben, auch im Hinblick auf die unterschiedlichen sonderpädagogischen Richtungen, die verschiedenen Behinderten, gerade, die man feststellen kann, eine sehr, sehr breite Diskussion gegeben, sodass Meta-Analysen aus den 80er Jahren, die noch dazu nur sehr wenige dieser verschiedenen sonderpädagogischen Richtungen in den Blick genommen haben, keinen Sinn machen, hierfür irgendwas zu verwenden. Handy hat es der Vollständigkeit halber gemacht, aber es eignet sich nicht, hier irgendwelche Schlüsse daraus zu ziehen. Letztendlich, denke ich, ist das Feld der Inklusionsforschung noch gar nicht bereit dafür, mit einer Meta-Analyse sinnvoll ausgewertet zu werden, weil eben noch zu wenig Forschung vorliegt. Und das ist aber die Basis für eine Meta-Analyse. Gut, ich komme zum letzten Faktor, den ich ansprechen möchte, ein Stück weit mein Lieblingsfaktor, weil er immer zu den größten Diskussionen führt. Das ist der sozioökonomische Status der Eltern. Das ist schön übertragbar, auch in den deutschsprachigen Raum. Dazu zählt das Einkommen, der Beruf, Bildungsabschluss der Eltern. In diesem Sinn das sogenannte kulturelle Kapital nach Bourdieu. Und man kann hier feststellen, dass dieses kulturelle Kapital einen riesengroßen Einfluss letztendlich auf Schulerfolg hat. Das wissen wir auch aus zahlreichen Studien im deutschsprachigen Raum. Wir wissen es aus PISA, wir wissen es aus der sehr aufschlussreichen Live-Studie von Helmut Fendt. Und an der Stelle finde ich immer den Hinweis recht erhellend, den ich als Erziehungswissenschaftler völlig politisch unmotiviert machen kann, dass
es durchaus verschiedene Strukturreformen gibt, die genau versuchen, hier anzusetzen. Die versuchen, über Strukturen diesen sozioökonomischen Status auszulöschen, zu verringern, um sozusagen zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu führen. Ein Beispiel, Ganztagsschule. Wird in der Diskussion häufig ins Feld geführt, dass die es schafft, mehr Bildungsgerechtigkeit zu erzeugen, Kinder, die von bildungsfernen Milieus sind, mehr Bildungsmöglichkeiten zu öffnen. Was stellt man fest? Tritt nicht ein. Weil Kinder von bildungsnahen Milieus Ganztagsangebote besser nutzen können als Kinder von bildungsfernen Milieus. Weiteres Beispiel, Gemeinschaftsschule. Tritt mit einem ähnlichen Anspruch an, auch hier zu mehr Bildungsgerechtigkeit zu fördern, um diesen sozioökonomischen Faktor ein Stück weit zu reduzieren. Kinder sind länger gemeinsam an der Schule, sollte sich nicht so auswirken. Was stellt Helmut Fendt in seiner Live-Studie fest, wo er untersucht hat, Kinder, die in ein gegliedertes Schulsystem gehen, dreigliedrig, verglichen mit Kindern, die in Gemeinschaftsschulen gehen, was ist der Faktor, der über den Bildungsabschluss entscheidet, der ja auch in Gemeinschaftsschulen vergeben wird? Auch in der Gemeinschaftsschule ist es das kulturelle Kapital der Eltern. Sodass viele Schulentwicklungsforscher damit argumentieren, ich kann an der Stelle durch schulstrukturelle Maßnahmen nichts bewirken. Und wir sollten uns vielleicht gar nicht drauf versteifen. Das führt dann nämlich immer zu diesen langen Diskussionen in den Strukturen, ob zweigliedrig, wie in Baden-Württemberg jetzt der Versuch, dreigliedrig, viergliedrig, eingliedrig, fünfgliedrig, sechsgliedrig, was auch immer. Ich kann da die Fantasie walten lassen, wie ich will. Das Entscheidende wird sein, wie die Personen mit diesen Strukturen versuchen umzugehen und diese Strukturen auch mit Leben zu füllen. Und dann kann ich wirklich viel bewirken im Hinblick auf Bildungsgerechtigkeit. Dass ich eben frei werdende Kapazitäten ganz stark auf Kinder richte, auf Familien richte, wo eben Schwierigkeiten vorhanden sind. Ein schönes Ergebnis bei diesem Faktor ist ja auch, dass Eltern aus bildungsfernen Milieus die Sprache der Schule nicht sprechen können. Die Probleme haben zu verstehen, wie Schule funktioniert, zu verstehen, wenn Lehrer mit ihnen sprechen. Ich könnte mich da als Lehrer immer freuen, so eine kurze Sprechstunde, solche Eltern kommen rein, ich rede mal in zwei Runden, die verstehen nichts und sind ja gleich wieder draußen. Das ist sicherlich nicht der Schluss, der daraus gezogen werden soll, sondern für mich als Lehrperson resultiert daraus die Aufgabe, zu versuchen, die Sprache der Eltern zu sprechen, ihre Probleme ernst zu nehmen, mit ihnen versuchen, gemeinsam ihren Möglichkeiten entsprechend auch ihren Kindern letztendlich zu helfen. Gut, so, das für mich ein paar wichtige Faktoren aus der Studie, an denen ich jetzt gern die Frage erörtern möchte, was bleibt, wenn man sich zunächst mal die Domäneneffektstärken im Vergleich anschaut, ich nenne das immer Hetty-Torte, im Internet finden sich da andere, kann man hier erkennen, dass es jede dieser Domänen einflussreich ist, eine gewisse Wirkung erzielen. Man kann aber auch erkennen, dass manche Domänen von der Lehrperson nicht beeinflusst werden können. Manche Domänen generell schwer beeinflussbar sind. Der Lernende mit seiner Intelligenz kann ich nichts machen als Lehrer. Das kulturelle Kapital der Eltern, ob die Eltern arbeitslos sind oder nicht, ob sie Sozialhilfe empfangen oder nicht, kann ich als Lehrperson nicht beeinflussen, ist aber ausgesprochen wirkmächtig, wenn es um den Lernerfolg von Schülerinnen und Schülern geht. Worauf ich schon mehr Einfluss nehmen kann, ist auf die Schule, auf die Strukturen innerhalb meiner Schule, auf die Curricula, wie die umgesetzt werden. Ein Curriculum kann erst dann Wirkung erzeugen, wenn es Lehrer gibt, die versuchen, dieses Curriculum umzusetzen. Und wo ich natürlich als Lehrperson ganz stark bin, ist, wenn es um mich selber geht, um meine Haltung geht, um meine Einstellung geht, um meine Kompetenzen, Fachkompetenz, pädagogische Kompetenz, didaktische Kompetenz und natürlich auch im Hinblick auf den Unterricht, dessen meine Tätigkeit ist, die ich als Lehrperson in erster Linie zu verrichten habe. Vor diesem Hintergrund zunächst mal für mich durchaus sinnvoll zu sagen, dass es auf die Lehrpersonen ankommt. Ich möchte den Plural an der Stelle noch mal betonen, weil ich das jetzt noch versuche zu differenzieren. Wenn nämlich die Lehrpersonen so wichtig sind, und das ist ein Schluss aus der Hetty-Studie, den Hetty selbst auch zieht, dann ist es für immer interessant zu schauen,
Wodurch zeichnet sich eigentlich der erfolgreiche Lehrer im Vergleich zu anderen Lehrerrollen aus? Und er macht hier eine Dichotomie auf, die durchaus sehr gewagt ist, indem er verschiedene Faktoren, die er herausfiltert, der Lehrperson als Regisseur, dem Activator, und der Lehrperson als Moderator, dem Facilitator, zuordnet, um daraus dann den Schluss zu ziehen, dass die Lehrperson die Klarheit besitzt über die Ziele, Inhalte, Methoden, Medien, die diese Klarheit auch weitergibt, wie ein Regisseur entsprechend den Unterricht steuert, mit den Schülern durchaus gemeinsam zusammenarbeitet, im Hinblick auf schulischen Lernerfolg effektiver arbeitet als eine Lehrperson, die das sehr offen gestaltet, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, selber Ziele zu definieren, die Inhalte sich zu suchen, die Methoden zu wählen, im Hinblick auf dieses erfolgreiche Lernen. Sodass für ihn der Schluss klar ist, die Lehrperson als Regisseur, die basierend auf einer starken Lehrer-Schüler-Beziehung agiert, wo Feedbackschleifen ganz wichtig sind, um Ziele, Inhalte, Methoden und Medien immer abzustimmen, anzupassen, weiterzuentwickeln, ist für ihn die erfolgreichere Lehrperson. Wie kann man das Ganze zusammenzubringen und damit nochmal versuchen zu begründen? Ich habe hier Faktoren heute ausgewählt, die in diese Richtung gehen. Die direkte Instruktion als eine Methode, die es hier sehr deutlich werden lässt. Dieses Agieren als Regisseur, diese klare Vorstellung von Zielen, Inhalten, Methoden und Medien. Insofern auch die Klarheit der Lehrperson. Insofern auch diese wichtige Lehrer-Schüler-Beziehung, die hier notwendig ist, um entsprechende Feedbackschleifen auch liefern zu können. Um dann eben auch die Wirkmächtigkeit der Peers, die ganz deutlich wird, in Form von kooperativem Lernen nutzen zu können. Und dass das Ganze erst funktioniert, wenn ich dafür gewisse Haltungen auch mitbringe, mit einer gewissen Einstellung versuche, in die Klasse zu gehen, liegt auf der Hand. Es kann nicht die Einstellung sein, Unterricht als Einbahnstraße zu verstehen, mich selbst als Allmächtigen, als Alleswisser, als Diktator im Unterricht zu verstehen, sondern ich greife hier gerne zurück auf die englischen Wörter Leader und Guide, die das sehr schön auf den Punkt bringen. Also mich nicht als Leader zu verstehen, wie Bruce Springsteen auf der Bühne, der klar den Takt angibt und jeder muss mit, ob er noch kann oder nicht, sondern mich selber zu verstehen als ein Guide, der eine Gruppe von Personen hat, die auf ein bestimmtes Ziel hinbringen muss. In ständiger Rückkopplung zu den Personen sich austauscht, ob das Ziel erreichbar ist, ob der Weg, auf dem er sich befindet, der richtige ist, wenn die Rückmeldung kommt, dass es nicht der Fall ist, andere Wege sucht, andere Ziele sucht, sich mit anderen Guides austauscht, weil auch die Lehrperson lernender ist. Und alles, was hier steht, auch für die Lehrperson gilt, die Peers wichtig, die Kolleginnen und Kollegen wichtig, um selber den Unterricht zu optimieren. Und in diesem Setting sozusagen als Guide auftritt und die Schülerinnen und Schüler letztlich ans Ziel führt. Ich habe es an der Stelle angedeutet, es sind hier auch die Lehrpersonen Lernende. Das muss man sich mal bewusst machen. Man hat festgestellt, dass Lehrpersonen in der Woche miteinander 5 Minuten über Unterricht reden. Über Gott und die Welt mehr, über den eigenen Unterricht 5 Minuten. Dabei sind wir alle Experten für unseren Unterricht. Wir haben alle ziemlich viel Erfahrung. Wir haben eine gute Ausbildung genossen und haben eine Vorstellung davon, was funktionieren kann und nicht funktionieren kann. Wenn wir diese Kompetenzen zusammenbringen, austauschen, kooperieren, miteinander arbeiten, dann kann hier in diese Richtung ganz viel bewegt werden. Viele Lehrkräfte machen das bereits und führen dann den Unterricht und ihr Lehrerhandeln mit entsprechenden Mindframes, die hätte ich mal so formuliert, I develop positive relationships. I see learning as hard work. I set the challenge. Assessment is feedback to you, about you. I inform all about the language of learning. I use dialogue, not monologue. I'm a change agent, I'm an evaluator. I talk about learning, not teaching. Und damit ist für mich eben diese Rolle der Lehrperson als Guide deutlich abgesteckt, die letztendlich den erfolgreichen Unterricht ausmacht. Für mich als deutschsprachigen Erziehungswissenschaftler immer sehr schön, wenn ich mir mal so die deutsche Geschichte der Pädagogik anschaue, dann finde ich da nämlich viele Parallelitäten.
Und ich mache mit Hilbert Meyer immer den Schluss zu sagen, John Hattie ist ein verkappter Reformpädagoge. Dass da ganz deutlich wird, er ist nicht derjenige, der vorne steht und sagt, der Lehrer muss jetzt Frontalunterricht, muss Einzelkämpfer sein. Ganz im Gegenteil. Er fokussiert auf eine Lehrperson, die im Dialog steht mit den Schülern, die sich zurücknimmt. Und da gibt es eine schöne Stelle, die ich gern nenne, auch in einer Reihung mit deutschsprachigen Pädagogen, um das auf den Punkt zu bringen. August Hermann Niemeyer, einer der Gründerväter der deutschsprachigen Pädagogen und der deutschsprachigen Pädagogik, Theologe in Halle vom Beruf, hat als pädagogische Maxime, weil er das Pädagogium dort leiten musste, formuliert, ich bedarf deiner nicht mehr. Von Maria Montessori kennen Sie den Ausspruch, hilf mir es selbst zu tun. Und John Hattie schreibt an einer schönen Stelle, die Lehrperson muss die Fähigkeit haben, aus dem Weg zu gehen. Das ist für mich ein und derselbe Duktus, ein und dieselbe Haltung und Vorstellung von Unterricht und von mir als Lehrperson, die dahinter steht und das auf den Punkt bringt, worauf es ihm letztendlich ankommt. Und vor diesem Hintergrund würde ich sagen, auf die Haltungen der Lehrpersonen kommt es an. Gut, jetzt habe ich viel über die Lehrperson gesprochen. Ich möchte die anderen Domänen der Vollständigkeit aber noch nennen. Bei den Lernenden eine der wichtigsten Botschaften, die Vorerfahrungen als Ausgangspunkt zu nehmen. Die sind wichtig, die sind sehr wirkmächtig. In Kombination mit der Offenheit, die die Schülerinnen und Schüler mitbringen, die geht ein Stück weit verloren, das wissen wir. Warum geht sie verloren? Wenn man so sozialisiert wird, dass die eigene Meinung, die man einbringen könnte, nie abgefragt wird, weil es kein Feedback, keine Rückmeldung gefragt wird, dann geht es irgendwann verloren. Man nimmt sich zurück und meldet sich auch nicht mehr. Insofern, daran ansetzen, wichtiger Punkt. Im Hinblick auf das Elternhaus, Wünsche und Erwartungen der Eltern sind wichtig. Wir wissen es auch aus der Erziehungsstilforschung, dass nicht der laissez-faire Erziehungsstil oder der autoritäre der effektivere ist, sondern der autoritative, indem es ein klares Fordern und Fördern gibt. In Kombination mit der Sprache der Schule, ich habe es vorhin erläutert, was ein wichtiger Punkt ist, wenn es Eltern nicht können, dann muss ich als Lehrperson versuchen, die Sprache der Eltern zu sprechen. Im Hinblick auf die Schule, Klima und Schulleitung, das wissen wir aus zahlreichen Studien der Schulentwicklungsforschung, dass die Schulleitung hier durchaus eine sehr zentrale Rolle einnimmt. Strukturen bezeichnet Hattie wortwörtlich als Kosmetik. Man kann sich diesen Strukturen gern widmen, wenn es andere gut läuft. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns über Unterricht reden, nicht über die Strukturen, die bringen nicht die gewünschten Effekte. Im Hinblick auf das Curriculum ist für ihn das Wie wichtiger als das Was, hängt mit seinem quantitativ-empirischen Zugang zusammen. Inhaltsfragen kann ich nicht quantitativ-empirisch beantworten. Methodenfragen ja. Ich komme später noch mit drauf. Und in diesem Sinn sind auch entsprechende Reformen für ihn ein Stück weit Kosmetik. Gut, ich komme nun zu den Begrenzungen, habe es angedeutet. Vieles habe ich im Vortrag auch schon erwähnt. Kausalitäten, Korrelationen habe ich versucht, am Beispiel zum Fernsehen deutlich zu machen. Wichtig auch, und ich habe es versucht, indem ich so ein Faktorenbündel vorstelle, es gibt Wechselwirkungen zwischen einzelnen Faktoren, die muss ich wissen, die muss ich ernst nehmen. Insofern macht es keinen Sinn zu sagen, ich drehe jetzt an einer Schraube und alles wird besser. Das kann gut gehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist gering, als dass man es auch nur ernsthaft versuchen sollte. Der Aufwand-Nutzen-Relation mitzubedenken, es gibt Faktoren, die sehr effektiv sind, unheimlich viel Geld kosten. Klassengröße ist jetzt nicht so effektiv, aber kostet unheimlich viel Geld, hier irgendwas zu machen. Insofern ist das immer überlegungswert. Dann gibt es Faktoren, die sind sehr effektiv, kosten kaum Geld. Feedback beispielsweise. Damit kann jeder von Ihnen morgen beginnen, im Unterricht Feedbackschleifen einzubauen. Und eine Begrenzung natürlich die Meta-Analysen, der quantitativ-empirische Zugang, womit ich bei meiner letzten Frage angekommen bin. Was fehlt? Ich möchte dazu Ihnen das sogenannte Quadrantmodell von Ken Wilber vorstellen. Das ist ein erkenntnistheoretisches, epistemologisches Modell, das er entwirft im Anschluss an Karl Popper und Jürgen Habermas, um deutlich zu machen, dass wenn ich ein komplexes Phänomen vor mir habe, ich auf dieses Phänomen aus verschiedenen Perspektiven blicken kann. Und es wichtig ist einzusehen, dass jede dieser Perspektiven
mir wichtige Erkenntnisse liefert und es gefährlich ist, ein komplexes Phänomen nur aus einer Perspektive zu betrachten. Ich möchte Ihnen dieses Modell kurz erklären, bevor ich es dann auf John Hattie übertrage und damit auch versuche, die Schlüsselfrage der Erziehungswissenschaft, was ist eine gute Schule, zu beantworten. Wilber unterscheidet einen objektiven Zugang, in dem es letztendlich um Wahrheit geht, in dem der Zugang sehr quantitativ empirisch ist, in dem es um ein Messen geht, um ein Testen geht. Ein Beispiel für eine Aussage in diesem Quadranten wäre, wenn ich zu Ihnen sage, ob es draußen regnet oder nicht, können Sie das schnell empirisch überprüfen. Sie müssen nur rausgehen und nachschauen, ist meine Aussage wahr oder ist sie nicht wahr. Davon zu unterscheiden, ein subjektiver Zugang, in dem es um Wahrhaftigkeit geht, in dem es um Wünsche geht, Interessen geht, Bedürfnisse geht, Gefühle geht, die ich nicht empirisch messen kann, die ich interpretieren muss. Wenn ich beispielsweise jemand von Ihnen frage, wie Ihnen mein Vortrag gefällt. Wunderbar. Dann kann ich Ihnen jetzt Glauben schenken. Ich kann Ihre Gestik, Ihre Mimik deuten, ich kann mir aber nie ganz sicher sein. Ich kenne Sie zu wenig, ja, das können Sie jetzt trotzdem sagen, aber ich kann mir nicht sicher sein. Ich kann nicht in Ihren Kopf hineinschauen, ich kann es nicht messen. Das heißt, ich bleibe auf einer interpretierenden Ebene hängen. Das ist eine andere Perspektive auf Wirklichkeit, auch auf Erziehungswirklichkeit, die wichtig ist. Davon nochmal zu unterscheiden, ein intersubjektiver Zugang. Damit versucht Wilber deutlich zu machen, dass wir Menschen uns in einem kulturellen Raum bewegen, der uns sehr stark beeinflusst. Unser kultureller Raum wird getragen von Werten, von Normen, von Regeln, Ritualen, in die wir hineinwachsen, die aber unser Handeln ganz stark bestimmen. Wenn beispielsweise jemand aus Afrika jetzt diesen Raum betritt, der sowas noch nie gesehen hat, der wird sich denken, was geht denn hier ab? Für uns ist es selbstverständlich, dieses Setting, dass einer vorträgt, viele Leute zuhören. Und das ist ein Punkt einer kulturellen Passung, die man auch auf ein komplexes Phänomen, auch auf Schule richten kann. Und der vierte Zugang, in dem es ein funktionelles Passen geht, er nennt es einen interobjektiven Zugang, versucht Wilber deutlich zu machen, dass kein Mensch für sich alleine existiert, sondern eingebunden ist in verschiedene Systeme. In Familie, in Schule, in Peers, Wirtschaft, Politik, Kirche und so weiter. Und alle diese Systeme ein Stück weit Einfluss nehmen auf das Handeln und auch miteinander in eine Beziehung setzen. Und diese Beziehung kann durchaus manchmal knirschen. Da kann es Probleme geben, weil verschiedene Systeme unterschiedliche Codes verwenden. So nennt es Niklas Luhmann. Der Politiker fokussiert auf Macht, der Wissenschaftler auf Wahrheit, die Kirche auf Glaube, die Wirtschaft auf Profit. Und durch diese unterschiedlichen Interessen, die auf ein und dasselbe Phänomen wirken, kann es zu komplexen Zusammenhängen. So, wenn ich jetzt das Ganze mal versuche zu übertragen auf die Frage, was ist eine gute Schule, dann kann ich im Hinblick auf den ersten Quadranten, in dem es um Messen, um Testen, um stark quantitative empirische Überlegungen geht, es geht da in erster Linie um die Frage, was ist denn eine effektive Schule? Dazu liefert mir John Hattie ganz, ganz viele Hinweise mit seinem Buch, weil er genau diese Frage im Fokus hat. Wie muss ich unterrichten, um Lernen möglichst effektiv zu machen? Eine Frage, Teilfrage der übergeordneten Frage, was ist eine gute Schule? Davon zu unterscheiden, ein subjektiver Zugang. Ich erwähne es nochmal, hier geht es um Wünsche, Interessen, Bedürfnisse und auch Gefühle. Ich nenne an dieser Stelle ganz gern immer China als einen der PISA-Sieger. Ich war vor 6 Wochen mit Hilbert May in Shanghai, haben uns Schulen angeschaut und ich kann Ihnen sagen, in diese Schulen will keiner von Ihnen gehen. Hocheffektiv, die lernen unheimlich viel, tote Atmosphäre, keine Leidenschaft, keine Interaktion, das macht keinen Spaß dort zu sein. Den Schülern müssen dann auch abends um 11 Uhr Strom abgeschaltet werden, dass die noch weiter lernen. Auch vor dem Hintergrund, dass China die höchste Selbstmordrate im Grundschulalter hat. Und das macht für mich deutlich, dass es eben nicht nur um Effektivität gehen darf. Da kann man vielleicht auch den Optimierungswahn von Nida Rümelin zitieren. Wenn ich immer nur noch mehr trachte an der Stelle, komme ich in einen Wahn, in eine Spirale hinein, die etwas außer Acht lässt, was für mich ganz wichtig ist. Ich würde sagen,
Schule muss auch Freude bereiten. Schule muss erfüllte Lebenszeit sein. Schule dient nicht nur dazu, dass ich möglichst viel in kurzer Zeit weiß, sondern Leben ist mehr als Effektivität und Schule sollte auch mehr sein wie Effektivität. Und das ist eine Perspektive, die finden Sie beispielsweise bei Hetty nicht. Die sperrt sich auch einem rein quantitativ empirischen Zugang. Davon nochmal zu unterscheiden, das Intersubjektive, hier geht es um ein kulturelles Passen. Ich möchte von einer kulturell passenden Schule sprechen und damit deutlich machen, dass in der Schule ganz viele Werte und Normen unser Handeln bestimmen und letztendlich diese Werte und Normen diskursiv und argumentativ ausgehandelt werden müssen. Die kann ich nicht quantitativ empirisch messen oder bestimmen. Ich kann nicht sagen, was richtig ist oder falsch. Es muss diskursiv und argumentativ ausgehandelt werden. Das kann auch nicht der Einzelne. Und dieser Prozess des Argumentativen, des Diskursiven, wird ganz deutlich, wenn es um Lehrplaninhalte geht. Was unterrichte ich die Schülerinnen und Schüler wann? Das kann ich nur diskursiv argumentativ bestimmen. Das ist aber ausgesprochen wichtig. Wir reden in Schulen ja nicht nur über die Methoden, die wir umsetzen, sondern natürlich auch über die Inhalte. Ein aktueller Inhalt, ein aktueller Wert, Inklusion, müssen wir machen. Wir müssen es nicht machen, weil wir wissen, es ist besonders effektiv. Wir wissen eigentlich zu wenig, ob es funktioniert oder nicht. Wir müssen es auch nicht machen, weil es einer von sich aus sagt, das ist was, sondern weil man sich diskursiv, argumentativ in diesem Quadranten dazu entschieden hat, das zu machen. Und jetzt müssen wir schauen, dass alle anderen Quadranten hier mit nachziehen können und auch entsprechende Ergebnisse liefern können. Und der letzte Quadrant, wenn es um funktionales Passen geht, was ist eine funktional passende Schule? Das erläutere ich gern an der Hauptschule, die ja in Deutschland zu weiten Teilen abgeschafft worden ist. Ich sehe das mit einem weinenden Auge, weil ich an einer Hauptschule unterrichtet habe in einem ländlichen Bereich, die total super war. Wir hatten keinen einzigen Schüler, der nicht einen Job bekommen hat. Aber was war das Problem der Hauptschule im Allgemeinen? Es war nicht das Problem, dass diese Schulen nicht effektiv gewesen wären. Wir wissen aus zahlreichen Vergleichsstudien, dass Schüler in Hauptschulen häufig leistungsfähiger waren als Realschüler, manchmal sogar das Niveau von Gymnasiasten erreicht haben. Daran lag es nicht. Wir wissen auch, dass Hauptschüler lieber in ihre Schulen gegangen sind wie die meisten Gymnasiasten. Also es war auch nicht das Problem der Freude an der Schule. Wir wissen auch, dass Hauptschulen aufgrund ihrer Heterogenität der Schülerschaft häufig gezwungen waren, in Richtung kulturelle Passung was zu bewegen. Werteerziehungsprogramme zu starten, Kooperationsprojekte zu starten, interkulturelle Erziehung anzugehen, Gewaltpräventionsprogramme zu machen. Und in diesem Quadrant waren Hauptschulen häufig die Vorreiter im schulischen Kontext. Das Problem der Hauptschule ist in der funktionalen Passung zu sehen. Wenn es flächendeckend betrachtet einer Schulart nicht mehr gelingt, systemisch zu passen, das heißt, ihre Schülerinnen und Schüler auf die Arbeitswelt vorzubereiten und ihnen auch die Möglichkeit zu öffnen, dass sie einen Job bekommen, dann hat eine Schulart ihre Daseinsberechtigung zu Recht verloren. Wenn alle Hauptschulabsolventen auf der Straße stehen, weil die Wirtschaft wieder Realschüler nimmt oder Gymnasiasten nimmt und die damit isoliert sind, dann erfüllt diese Schule ihre wichtige Funktion, eben auf die Gesellschaft vorzubereiten, nicht mehr und wird dann ein Stück weit zu Recht auch abgeschafft. Ob das gelingt mit den Verfahren, die aktuell diskutiert werden, gerade in Deutschland, wo es dann eine, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, in den 16 Bundesländern 16 verschiedene Varianten gibt, die eine heißen so, die anderen heißen so, manchmal bloß ein Etikettenwechsel, würde ich ganz groß in Frage stellen, weil ich systemische Probleme nicht dadurch löse, dass ich innersystemisch hier was versuche zu verändern, sondern ich muss intersystemisch agieren. Und das ist ein Punkt, der in der Diskussion häufig übersehen wird, wenn es um die Frage der funktionalen Passung von Schule geht. Zusammenfassend denke ich, dass eben genau diese Punkte der Effektivität, der Freude, der kulturellen Passung, der funktionalen Passung wichtig sind, dass diese auch deutlich machen, wo John Hetty einen Schwerpunkt hat, wo er durchaus ein Meilenstein ist, dass aber auch damit deutlich wird, dass noch andere Faktoren wichtig sind, die man auch in den Blick nehmen muss, um letztendlich nicht reduktionistisch zu werden. Alles, was ich heute gesagt habe, finden Sie im Wesentlichen in diesen beiden Büchern. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.